Guten Abend zusammen. Puh, ich konnte leider jetzt erst anfangen mit dem Live, weil ich eingeschlafen bin. Um 20 Uhr bin ich erst wach geworden. Ich habe heute wirklich den halben Tag damit verbracht, den Podcast zu hören. Bin bis insgesamt bis Folge 10 gekommen. Bin immer mal wieder zwischendurch eingeschlafen. Dann habe ich nochmal zurückgespult, nochmal eine andere Folge geschaut. Und habe mir heute vorhin nochmals, das war das Folge 4, glaube, wo es um den Nils ging. Ja, nochmal guten Abend. Wir sind bisher 230, 250 Leute. Warten wir nochmal einen Augenblick. Ja, Yoshi, wirklich sehr fleißig. Ich habe also am letzten Freitag damit angefangen, den Podcast zu hören. Und ich bin ja so ein Typ, ob es jetzt Fernsehgucken ist oder Podcast hören oder Radio hören, egal was. Sobald ich mir es dabei gemütlich mache, so halb auf die Couch lege oder so, dann dauert es eine halbe Stunde maximal, wenn überhaupt, dass ich mal weggenickt bin. Und so könnt ihr euch vorstellen, dass ich immer wieder davor die Folge angehört habe. Also ich bin jetzt ein bisschen durcheinander gekommen, muss ich ehrlich sagen. Und von den 13 gibt es, glaube ich, ne, 13 oder 14. Da bin ich jetzt bei 10 angelangt. Und wie gesagt, was mich besonders interessiert hatte, war diese Folge 4, wo es um diesen Nils ging. Aber bevor ich da jetzt nochmal drauf komme, wovon ich inzwischen eigentlich überzeugt bin, muss ich ehrlich sagen, ist die Tatsache, aus meiner Sicht die Tatsache, dass Frauge ihren Entführer, späteren Mörder, sicherlich gekannt haben muss. Ihr müsst euch vorstellen, wenn sie um 23 Uhr diesen Pub verlässt und eigentlich Richtung Heimweg unterwegs ist, knapp einen Kilometer oder einen Kilometer von diesem Pub entfernt. Und sie muss ja in ein Auto eingestiegen sein. Anders geht es ja gar nicht. Denn sie ist ja knapp 2 Stunden später, ist das Handy ja in Nieheim geortet worden, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Und innerhalb von 2 Stunden 30 Kilometer zu gehen, erstens Blödsinn. Warum? Wieso? Weshalb? Und also muss sie in ein Auto eingestiegen sein. Wer steigt aber nachts oder abends um 23 Uhr in ein Auto ein, dessen Fahrer man nicht kennt? Genauso für mich nicht nachvollziehbar oder wäre es nicht nachvollziehbar. Das heißt, sie muss sicherlich ihren Entführer, Mörder zumindest flüchtig gekannt haben oder zumindest so gut gekannt haben, dass sie so viel Vertrauen hatte, zu ihm ins Auto einzusteigen. Warum man dann Richtung Nieheim gefahren ist, gute Frage. Vielleicht hat das wirklich mit diesem McDonald's da in der Nähe zu tun, dass man da auf die Schnelle noch was essen wollte. Und dass zu diesem Zeitpunkt, als diese SMS geschickt wurde, diese erste SMS an Chris, da noch nicht klar war oder für sie noch nicht klar war, dass es für sie eine bedrohliche Situation ist, in der sie sich befindet. Das schließt ja auch auf den Inhalt der SMS, wo sie noch mit so einem Augenzwinkern quasi erwähnt hat, dass es im Halbfinale für die deutsche Mannschaft, war ja damals WM hier in Deutschland 2006, dass es für die deutsche Nationalmannschaft nicht zum Glück nicht gegen England geht, sondern gegen Schweden. Jemand, der zu diesem Zeitpunkt schon geahnt hat oder weiß, dass er in Gefahr ist, der wird so eine lockere SMS sicherlich nicht absetzen. Anschließend scheint dann das alles ein bisschen eskaliert zu sein. Möglicherweise ist ihr, ohne dass ihr es bewusst wurde, irgendwelche Drogen verabreicht worden,
wo sie dann nicht mehr Herr ihrer Sinne war, beziehungsweise sich nicht mehr voll unter Kontrolle hatte. Ja, also so ist meine Theorie. Und wie gesagt, ich habe mir vorhin noch mal diese Folge 4 angehört. Wo es nochmals um Nils ging. Wie soll ich das jetzt sagen? Die Polizei hat ja hinterher nach für mich nicht nachvollbaren Ermittlungen die Täterschaft dann ausgeschlossen oder nicht mehr weiter verfolgt. Und das ist eigentlich für mich das Eigenartigste an der ganzen Sache, weil wenn man neutral an den Fall dran geht und die ganzen Podcasts sich anhört, gut, ich bin erst bis 10 gekommen, aber da waren schon entscheidende Teile dabei. Und wenn man gerade diesen vierten Teil mit dem Nils hört und sieht, also da passt ja eigentlich das wie die Faust aufs Auge, ja, muss man ehrlich sagen. Und dann das Alibi von seinem besten Kumpel. Ja, ich weiß nicht. Also, oh, also da ist es mir sehr lau im Magen geworden, muss ich ehrlich sagen. Wer soll dann sonst der Täter sein? Jetzt sagen wir ganz ehrlich, wer kommt für diese Tat in Betracht? Aus einem Bekanntenkreis, wo Frauke ihn gekannt habe, sonst wäre sie doch nicht ins Auto reingestiegen und noch Richtung Nieheim gefahren. Ja. Wahnsinn. Gucken wir erstmal hier ein bisschen in den Chat rein. Aber immer Firmengelände kann nur LKW sein. So, warte mal. Da sehe ich gerade was. Thomas immer voll. So, Thomas, erklär mir mal bitte aus deiner Sicht, der Täter ist ein Fremder. Warum ist der Täter ein Fremder? Ergibt das Sinn? Würde Frauke zu einem Fremden in das Auto reinsteigen? Ich glaube nicht, oder? Würdest du das machen, nachts oder spätabends bei einem Fremden ins Auto reinsteigen? Boah. So Gertrud der Haag. Und er war nachweislich auf der Arbeit bei einem Anruf. Nachweislich. Wer hat das nachgewiesen? Um welchen Anruf handelt es sich? Und in welche Uhrzeit war das? Und wer hat das bestätigt, dass er auf Arbeit war? Das ist ja im Podcast gar nicht vorgekommen. Das hat ja auch die Polizei nicht irgendwo erwähnt. Also das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, ne? Nachweislich auf der Arbeit. Vielen, vielen lieben Dank, Nico Brenn aus der für die 10 Schweizer Franken. Ganz, ganz lieb, danke. Ja. Was mich auch nachdenklich macht bei dem, ja, das war bei dem letzten Anruf, ne? Wo dann der Chris fragte, Frauke, wo bist du? Und dann sagte sie immer wieder Mama. Frauke, wo bist du? Und dann sagte sie auch wieder Mama. Was hat denn das für einen Sinn? Ist das vielleicht in der Nähe der früheren Arbeitsstätte von der Mutter? Die hat ja irgendwo, war ja Schuldirektorin an einer Schule.
Vielleicht hat das damit irgendwas zu tun als Hinweis. Also es ist so, ein Anrufer haben wir. Guten Abend. Na, Bent. Hallo. Okay, aufgelegt. Dann rufen wir mal jemand anderes an. Hallo. Also, besetzt. Gut, wie ihr schon hören könnt, ihr könnt auch wieder anrufen, wenn ihr mögt. Und auch nochmal der Hinweis, ruhig 30 Sekunden mindestens klingeln lassen, dann wird ihr durchgestellt. So, Thomas Immervoll schreibt, ja, weil sie wurde hineingezerrt. Okay. Ist natürlich nicht belegt, ne, dass sie reingezerrt wurde. Jetzt mal angenommen, sie wurde reingezerrt in das Auto. Dann schreibt sie doch nicht 2 Stunden später eine SMS an Chris. Nicht nur, dass sie später nach Hause kommt, sondern auch mit dem Hinweis, hey, England hat verloren, jetzt geht's nicht gegen England im Halbfinale oder Viertelfinale für die Deutschen. Dann, wenn man entführt wurde, ja, zu diesem Zeitpunkt, schreibt man in der SMS nicht so eine beiläufige Sache noch. Ne? Also deswegen, ja. Ja, Bibi, genau. Mit Mama, Mama war bestimmt ein Hinweis, so sehe ich das auch. Nabend. Hallo? Hallo? Ja, ist da der Bernie? Ja, hier ist der Bernie. Achso, das ist ein bisschen zeitversetzt. Genau, mach den Laptop oder Computer, wie auch immer, ein bisschen leise, dann ist es besser. So, ja, Adrian hier, Nabend, Bernie. Nabend. Ja, der Fall, also der geht einem ja wirklich unter die Haut. Also ich habe mich da letztes Jahr mal so ein bisschen mit beschäftigt. Ja. Und der lässt mich irgendwie nicht mehr los. Ne? Ja. Also wirklich schlimm, die ganze Sache. Ne? Geht das ein bisschen, dass du ein bisschen lauter redest? Du kommst ein bisschen leise rüber. Ist jetzt besser? Ja, glaube ja. Ja? Ja. Ja, also das ist wirklich eine schlimme Sache. Ne? Ja. Ich finde das ganz gut, dass das jetzt mal so auch in deinem Podcast besprochen wird, beziehungsweise dass der Fall wirklich nochmal irgendwie, ja, dass das irgendwie kein Cold Case wird. Ne? Das ist ja eigentlich ein Cold Case, oder? Sehe ich das falsch? Ja, von der Polizei her auf jeden Fall. Ne? Die machen ja nicht mehr viel. Dann 17 Jahre her, ne? Ja, und die Mutter, die hat ja jetzt bis zum Schluss noch dafür gekämpft und auch mit diesem Sternreporter und aber die ist jetzt auch mit ihrem Latein am Ende, ne? Ja, klar, ja. Aber trotzdem auch, einerseits kann ich die Mutter verstehen, andererseits wieder nicht, weil aufgeben ist keine Option, ja? Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht, man kann sich darüber streiten. Macht es Sinn, nach 17 Jahren noch weiter nach dem Mörder zu suchen? Macht es Sinn, alles stillzulegen, sage ich mal, ruhen zu lassen? Ja, ja. Ich sag mal, aufzugeben ist keine Option. Solange der Mörder frei rumläuft, ist aufgeben keine Option für mich. Ja? Und dieser Kriminalbeamte, ich meine, ich habe das ja wie gesagt letztes Jahr, das muss im November gewesen sein, da bin ich damit mal angefangen mit dem Podcast, auch durch Zufall. Ich kannte das vorher auch nicht, auch nicht. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Kriminalbeamte da auch noch nicht mit abgeschlossen hat. Ja, kann ich mir auch vorstellen, ja. Mal überlegen, das ist doch wahrscheinlich so,
der noch, ja, der lebt noch, der Mörder, und ist ja Wahnsinn, ne? Ja, ja. Und auch wie der Reporter auch immer mit dem spricht, so zwischendurch, da schaudert mir. Ja, also das ist so. Und jetzt mal ohne Scheiß, ne, von den Uhrzeiten, von den Zeiten her, passt das doch wie die Faust aufs Auge, ne? Meinst du jetzt mit dem Nils die Sache? Ja, ja, ja. Ja, mit dem Nils die Sache Folge 4. Genau. Das ist natürlich auch so eine Sache, ja. Da passt es wirklich da, dass die ja vorher, während die ja in dem Bab da war, Fußball geguckt haben, immer mit dem geschrieben hat. Das hat ja die Freundin bestätigt. Ja, genau. Die haben ja ständig SMS geschrieben. Genau, wo sie als sagte oder schrieb, er soll da bitte vorbeikommen, und er sagte ja, nee. Und nicht, er musste länger arbeiten. Genau. Ja, und dann ging sie ja gegen 11 Uhr, und er hatte auch dann irgendwie vorher Feierabend, und da haben die das rekonstruiert. Also wenn er sich beeilt hätte, hätte er das schaffen können. Genau. So kurz nach 11 da zu sein. Richtig, dass er sich vielleicht auf der Straße dann auf dem Heimweg überrascht, hey, ich hab's doch noch geschafft, ja. Aber ja. Kommen wollen wir schon schnell was. Ich meine, ich hätte auch da irgendwie gehört, dass der auch da in der Nähe wohnt, da wohnt Nieheim, dass der einen Bezug zu Nieheim hatte. Das weiß ich jetzt und nicht. Das passte ja alles. Wie Faust, ich glaube, bei den Eltern wohnte der, und der muss ja nicht zu den Eltern gefahren, dass er vielleicht gesagt hat, wir fahren zum Kumpel Richtung Nieheim, wir machen uns dafür auch noch einen schönen Abend. Das muss doch nicht mal McDonalds gewesen sein. Der hätte zum Beispiel auch sagen können, Mensch, wir machen uns zu Hause eine Pizza bei meinem Kumpel zum Beispiel. Okay. Der hatte vielleicht auch nicht gegessen dann im Abend. Ja. Also ich nehme mal an, das war ein Fremder, war das nicht, auf keinen Fall. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, also das... Die wollte nach Hause, nächsten Tag war Schule. Ja, 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 ja. Da kann höchstens ein Bekannter gewesen sein, der vielleicht gesagt hat, wir machen uns noch einen gemütlichen Abend. Ich bringe dich dann später nach Hause, irgendwie sowas. Ja, vielleicht hat er auch gesagt, du, ich habe ein bisschen Redebedarf, und hättest du vielleicht ein bisschen Zeit mit mir zu reden, ach zu quatschen. So, ja, ja, weil er ja vorher auch Probleme ja, hatte. Genau, und ja. Ja. Und lass uns doch genau. Hier zu McDonald's vielleicht noch fahren, da können wir uns reinsetzen, was essen oder irgendwie, keine Ahnung. Ja, in dieser Art denke ich mir mal, ne? Die waren ja auch vorher mal zusammen am Baggersee, die waren auch mal in der Diskothek zusammen, wo auf einmal rauskam, dass auch ein Kuss gefallen war. Naja, genau, das habe ich eben auch was noch gehört. Halt auch gehört hast. Genau, genau, genau. Und vielleicht hat sie ja zu viele Signale gegeben, was eine Beziehung betrifft, aber nicht so gemeint, weißt du? Und er hat das vielleicht ein bisschen falsch aufgefasst, und dann ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ja, ja. Er hat ja, und was ja auch... Ja, noch diese andere Geschichte, dann immer diese Anrufe, dieses Gewerbegebiet, achso, dann haben sie auch gesagt, der ist immer nachts zum Friedhof gefahren, zu seinem Kumpel da ans Grab, mitten in der Nacht. Ja, ja. Und dieses Gewerbegebiet, wo diese Anrufe herkamen teilweise. Das Gewerbegebiet liegt direkt am Friedhof. Ja, ja, ja. Also das passte auch. Ja, ja, ja. Da passte so einiges. Die Frage ist natürlich, wo wurde sie tagsüber versteckt? Ja, ja, ja. Das ist natürlich... Das ist wieder die andere Frage. Keine Ahnung. Und da gibt es keine Ahnung, ob die da irgendwie Möglichkeiten hatten, die zuerst zur Zeit gemacht haben, weil der Kumpel hat ihm ja das Alibi gegeben. Ne? Ja, ja. Aber das sind alles nur Spekulationen, weil die Polizei hat ja beide verhört, und auf einmal hat sie sich bei denen nicht mehr gemeldet, ja. Weil der Arbeitgeber dann wohl bestätigt hatte, die hatten wohl auch oft Nachtschichten in so einer Maschinenfabrik oder was. Und das hätte also nicht sein können. Die Anrufe, diese Stempelgeschichte, weißt du, diese ja. Die mussten sich ja da, ja, wie nennt sich das, Stempeluhr oder was da ist. Ja. Also das passte nicht. Ja, ja. Boah. Im Prinzip das Alibi. Ja. Schon Hammer. Das also auch nochmal erwähnt in diesem Podcast. Ja, ja. Dass die zu der Zeit wirklich beide gearbeitet haben. Ich glaube, das sind, glaube ich, Arbeitskollegen oder was. In der gleichen Firma arbeiten, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, ist die Frage, kann der eine für den anderen abstempeln? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Aber das mit Nils ist schon sehr, dass die Polizei das so schnell hat fallen lassen, ist für mich nicht so begreiflich, muss ich ehrlich sagen. Nein, nein. Oder wie gesagt, ganz jemand anders. Die war ja, wie gesagt, in der Ausbildung im Krankenhaus. Das Krankenhaus ist ja auch da in der Nähe gewesen. Dass da vielleicht ein Arbeitskollege irgendwie, der vielleicht ein bisschen älter ist als sie, dass der sie vielleicht abgepasst hat und gesagt hat, wir fahren noch was essen, kann auch sein. Aber auf jeden Fall muss das ein Bekannter gewesen Ich sein. wollte es gerade sagen, bekannter muss es auf jeden Fall gewesen sein. Ja. Und da müsste man doch seitens der Polizei schon so einen Kreis enger einschließen können, ne, oder? Ja, normalerweise ja. Ich hab keine Ahnung, wie. Dann muss ich auch noch mal irgendwie noch mal genau reinhören. Jetzt irgendwie ist das jetzt auch schon wieder ein Jahr her, ob die mal was erwähnt haben, als die Leiche gefunden haben, ihren Körper. Da waren ja auch noch teilweise das rote T-Shirt. Die hat ja ein rotes T-Shirt extra angezogen. Ja. Das haben die ja alles noch gefunden. Ob da nicht irgendwelche DNA, dann könnten die das doch vergleichen mit dem von dem Nils und von dem Ja, Herrn von verschiedenen. da wollte ich auch noch mal drauf kommen. Warum? Also ich weiß nicht, ob die DNA gefunden haben. Da müsste ich auch noch mal irgendwie gucken, ob der da irgendwie Ja, Podcast nochmal irgendwie erwähnen. offenbar haben die keine DNA gefunden, was für mich schon sehr, sehr eigenartig ist. Also Ach so, die haben keine gefunden. die muss ja sicherlich mal von diesem von diesem Mörder, Entführer auch mal angefasst worden sein, ja. Auch die Kleidung und dann, dass man da auf der Kleidung keine DNA findet, Und das so ist. lange, klar, es war wohl Sommer und klar. Sie lag da jetzt auch ein paar Wochen, glaube ich, oder so. Aber waren ja jetzt keine Jahre, wo sie da jetzt lag. Da müssen doch irgendwelche DNA-Spuren gewesen sein. Eigentlich schon. Also ich habe vorhin gesehen, DNA-Spuren können auch beseitigt, also jetzt nicht durch äußere Witterungsbedingungen beseitigt werden. Ja. UV-Strahlung, Kälte, Feuchtigkeit und so weiter. Wenn sie jetzt vergraben gewesen wäre, wäre die Möglichkeit, von DNA-Spuren zu sichern, wahrscheinlich höher gewesen als. Die war ja jetzt nicht richtig begraben, sondern nur mit Zweigen bedeckt, ne? Wenn ich das richtig mitgekriegt Ja, habe. genau, ganz locker bedeckt. Ja, richtig. Ja. Ja, normalerweise. Ja. Ja, auf jeden Fall finde ich das gut, dass du den Fall dann mal wieder jetzt so neu aufgerollt hast, beziehungsweise dass man da mal drüber sprechen kann. Ja, ja, Das ist ja. ja wirklich auch ein interessanter Fall. Ja. Aber nochmals jetzt, ob sie ihn gekannt hat oder nicht, ja. Die Frage ist ja immer, einerseits, wenn man sagt, sie kann den Mörder eigentlich nur gekannt haben, sonst wäre sie bei ihm nicht ins Auto gestiegen und nach 2 Stunden noch normale SMS an Chris geschickt. Aber andererseits, die späteren Anrufe, wo sie ja dann merkbar unter Drogen stand offenbar. Aber sie hat doch bestimmt schon begriffen, hier stimmt was nicht, ich bin hier in Gefahr. Und wenn sie den gekannt hätte, dass sie dann zumindest einmal den Namen einfach ins Telefon gerufen hätte. Ne? Und das wäre ja auch für den Täter viel zu großes Risiko gewesen, oder? Eigentlich ja, wenn man da so, wenn man so dann drüber nachdenkt. Klar, er hat sie vielleicht bedroht, aber trotzdem, klar hätte sie sagen können, jetzt kommst du da auch nicht mehr drauf an, ich sage jetzt wenigstens den Namen, ne? Ja, genau. Wenn man so weit denken kann. Ich weiß nicht, Zumindest beim ob letzten. Drogen gesetzt wurde, ob man da so weit Ja, sagen darf. Ja, aber das ist natürlich. zumindest beim letzten Anruf, ne? Ja, stimmt. Wo sie ja nochmal sagte, sag Mama und Papa, dass ich sie liebe und so weiter. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass sie da schon wusste oder geahnt hat, dass sie da nicht heil rauskommt. Da hätte sie eben schnell mal den Namen sagen können, ne? Richtig, genau. Vorausgesetzt, sie hätte den Ja, Namen ja, ja. gewusst, ja. Und da kommen wir wieder zur Theorie. Sie hat ihn vielleicht auch nicht gekannt, ne? Boah, schwer. Ja. Schwer, schwer, schwer. Ja, Bernie. Dann wollen wir die anderen jetzt mal nochmal mal gucken, Ja. was die so zu erzählen haben. Die werden ja wahrscheinlich jetzt auch alle den Podcast oder viele nochmal gehört haben. Ja, Mal wahrscheinlich, gucken, ja. wie die Denke ich so mir mal. drüber denken. Und ja,
Dann sage ich erstmal noch einen schönen Abend, Bernie. Wünsche ich dir auch und vielen Dank für deinen Anruf. Ich werde mich dann demnächst nochmal melden. Gerne. Ja? Ich werde es weiterverfolgen. Alles Gute nochmal. Dir auch, danke. Schönen Abend. Tschüss. Huiuiuiui. So, ich rufe jetzt hier nochmal jemanden zurück. 0177 am Anfang. Nabend. Hallo, guten Abend. Hallo. Hi Sani, hier ist der Boris. Hallo Boris. Grüß dich. Bei deiner letzten Sendung hat da mal eine Dame angerufen und hatte mal was ernannt über so einen Serienmörder, der mit dem LKW unterwegs war. Der war irgendwie ursprünglich aus Kassel. Ich habe dann mal nachgegoogelt, tatsächlich habe ich was gefunden. Das war ein 29-jähriger LKW-Fahrer, der auch da im Kölner Raum und halt gerade da oben halt auch unterwegs war. Der wurde, glaube ich, auch 2006, also ich glaube 3-4 Monate nach dem Fall festgenommen. Aber es gibt aber keinerlei offizielle Verbindung jetzt zu dem Fall, aber das... Ja, ist halt auch wieder so ein komischer Zufall. Die andere Sache ist die, ich weiß jetzt nicht, also mit Stempeln, Abstempeln als Alibi. Also ich komme ursprünglich auch von der Industrie. Und meiner Meinung nach ist es machbar, eine Stempeluhr irgendwie zu faken. Es kommt halt natürlich immer auf den Laden drauf an. Wenn man da vielleicht jemand hat, dann machst du was natürlich nicht, aber es ist rein praktisch halt schon möglich. Inwieweit war denn jetzt die Stempeluhr relevant? Habe ich nicht so mitgekriegt. Das habe ich jetzt auch nur so am Rande mitgekriegt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Alibi überhaupt war, aber da beißt sich die Katze halt trotzdem wieder in den Schwanz, weil der Name ist ja bekannt vom Nils. Also dann hätten sie ja den Namen ja am Telefon sagen können. Ja. Also das ist halt wieder, dass da... Und in der letzten Sendung war da halt noch jemand, der war auch ziemlich gut informiert. Der hatte da noch was gemeint mit Knuddels, mit dieser Dating-Seite da. Ja. Da haben die Leute ja eigentlich teilweise auch Fake-Namen. Was weiß ich, Sonnenschein 44, Flotte Biene oder die Typen halt auch. Ja. Dass er vielleicht so in der Hinsicht halt vielleicht tatsächlich dann auch vielleicht einen Kontakt hatte, aber den echten Namen halt vielleicht nicht wusste, aber den vielleicht über einen Chat kannte oder gut, das sind sie ja auch nach, aber wir wissen ja überhaupt nichts drüber. Ja. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, wenn ich mir in dem Podcast teilweise die Polizei angehört hatte, da hatte ich kein gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ja. Dass die da so irgendwie professionell an die ganze Sache rangegangen sind. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich mich auch täuschen. Ja, ich möchte da der Polizei nicht nahe treten oder so, aber ja, ich hatte da auch nicht so ein gutes Gefühl. Also ich fand jetzt halt auch irgendwie, dass da nicht so ganz sauber. Der erste Fehler ist halt immer, wenn sie halt zu spät anfangen. Das war ja bei der Rebecca ja genau das Gleiche, mehr oder weniger. Weil die später an die Sache rangehen, weil so Fälle klären sich ja innerhalb kürzester Zeit zu 90% auf, wenn die halt ziemlich frisch der Sache nachgehen. Und haben die halt sich schon Zeit gelassen. Ich weiß jetzt halt gar nicht, muss ich nochmal reinhören, wie der erste Anruf war. Ja. Ob das so ein normaler Anruf war oder ob da schon ein bisschen Panik bei ihr war. Das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Nochmal auf die DNA-Spuren zurückzukommen. Offenbar hat man keine DNA-Spuren gefunden. Das ist doch... das ist doch nicht zu glauben, oder? Ja, das finde ich auch komisch. Vielleicht wurde da auch geschlampt. Ich meine, gut, sie war ja komplett skelettiert. Ja, aber die Kleidung, es geht um die Kleidung. Die Kleidung wurde gefunden, also im Internet gibt es Bilder, aber allerdings nur von der Jeans und von diesem Kreuz, was sie da hatte. Da war das halt dann auch nicht ganz sicher, ob das der Täter verloren hat. Das konnte dann ihr zugeordnet werden. Was halt fehlt, ist halt ihre Uhr, so eine blaue Fossiluhr fehlt.
ihre Handtasche und natürlich dann halt ihr Handy, die drei Dinge, die fehlen, war nicht bei der Leiche. Oberteil habe ich jetzt keine Fotos gesehen. Anscheinend hat sie ein rot-weißes Oberteil angehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Sie hat sich da so ein bisschen so als England-Fan angezogen. Es war aber, glaube ich, kein Trikot irgendwie. Es war halt einfach nur rot-weiß. Ja. Anscheinend. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und DNA haben sie nicht an der Hose gefunden. Na gut, die Hose war halt auch halb verschimmelt und halt sehr stark verschmutzt und durchnässt. Aber wenn man das sich mal damit befasst, dass an kleinsten Fasern DNA-Spuren gesichert werden können. Und dann will mir jemand weismachen, also dass an der ganzen Kleidung, ja, und sie hat ja offenbar die Kleidung die ganzen Tage angehabt. Ja. Dass da überhaupt keine, noch nicht mal die kleinste Spur an DNA gefunden wurde. Also das ist doch für mich nicht nachvollziehbar. Ja, das fand ich auch komisch, beziehungsweise man hat halt darüber nichts gelesen, also steht zumindest nichts drin, dass die nach der DNA geguckt wäre. Ja. Also an den Knochen konnte man halt nichts feststellen. Ja. Keine Schnittverletzung, manchmal irgendwie haben sie dann auch das Zungenbein oder irgendwas noch kontrolliert, ob sie da also erwürgt worden wäre, also sie hätte erstickt werden können, aber aber nicht erwürgt. Ja, ja, ja. Ja, die Todesursache ist ja auch nicht festgestellt worden, ne? Nee. Was ich halt mal gelesen habe, ist halt, also ich habe mal mir also nachgeguckt, ich weiß nicht, K.O.-Tropfen, habe ich mich mal schlau gemacht, was ist das für Zeug? Dann kam ich dann durch Zufall auf so einen Bericht von Galileo und nochmal, da gab es nochmal so ein paar Sachen und dann habe ich mir mal da was angeguckt, das wird irgendwie als Felgenreiniger verkauft und man kann auch daran sterben. Eine Überdosis kann man auch sterben dran. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht dann in die Richtung gegangen ist am Ende. Dass an der Überdosis gestorben ist. Also, da kann man jetzt halt spekulieren, das weiß man halt nicht. Ja, ja. Ja, gut, das ist auch nicht auszuschließen, ne? Das mit der Überdosis, ne? Man hat ja keine Stichverletzung, also wird man am Skelett wahrscheinlich noch finden, irgendwelche Stichverletzungen. Oder erwürgt, ne? Dann wäre von den Knochen her irgendwas beschädigt, ne? Im Halsbereich. Offenbar konnte man aber die Todesursache nicht nachweisen. Nee, gar nicht, ne? Und dann auch diese K.O.-Tropfen, die sind innerhalb weniger Stunden aus dem Körper, habe ich gelesen. Also das kann man dann auch in den Knochen oder dann auch nicht mehr. Genau. Genau. Und zu der Zeit so K.O.-Tropfen, das kriegt man hin und wieder mal mit. Das war ja auch so zu der Zeit auch im Umlauf. Also hat halt auch immer irgendwie auch so den Hintergrund gehabt, die Person dann gefügig zu machen oder also auf Sexuelle bezogen dann halt. Das war so der, ja. Ja, es ist echt ein schwieriger Fall. Ja, da war dann nochmal irgendwas, das war glaube ich im letzten, im 12. oder 13. Podcast, dass da irgendwie noch eine Whiskyflasche mit einem Abschiedsbrief gefunden worden ist, aber da ist gar nicht weiterhin drauf eingegangen worden, was in diesem Abschiedsbrief gestanden ist, also das wurde auch nicht vorgelesen, das wäre da irgendwie in der Nähe von der Leiche gefunden worden, nur so kurz angeschnitten, und da wäre die Polizei dann halt auch nicht irgendwie nachgegangen anscheinend. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber so wurde es da gesagt. Ja. Mhm. Ich muss mal ganz kurz hier, und das geht mir nämlich auch langsam auf den Sack her, hat jetzt nichts mit dem Fall zu tun. Leute, was meine Katzen betrifft oder wie ich die Katzen halte oder was ich hier für einen Kratzbaum habe, oder ob ich in der Wohnung rauche bei offener Tür und ich habe noch einen Luftfilter und so weiter. Leute, mischt euch hier in meine Privatsachen bitte nicht ein. Das geht euch null an. Ja, nur mal das nebenbei erwähnt. Also das ist unglaublich, die Leute hier. So, gut. Jo, das ist wie gesagt, also mehr kann ich da jetzt auch nicht dazu sagen. Also weil das ist echt schwierig, ja. Aber diese Sachen vom letzten Anrufer,
also mit Knuddels, mit dieser Seide, kann ich mich auch damals so dran erinnern. Da gab es halt auch so diverse, so ähnliche Seiten. Das sind dann halt auch, da haben sich auch wirklich so Leute dann auch getroffen. War halt mehr so dann auf sexuelle, also so, ja, auf sexuelle Sachen so bezogen, habe ich halt damals so mitbekommen. Ja. Bei uns gab es auch so eine ähnliche Seite, es hat einen anderen Namen gehabt. Also, wie alt war denn Nils damals eigentlich zu diesem Zeitpunkt? Ich weiß es gar nicht, zu dem Zeitpunkt. Also meinst du, dass der Internet hatte? Oder? Nee, wie, vom Alter her, wie alt war Nils? Ach so, das weiß ich gar nicht. Weiß das einer hier aus dem Chat? Ich glaube im Podcast, ich bin mir nicht ganz sicher, haben sie es angestellt, aber die sind vielleicht ist er ein bisschen älter. Also müsste ich nochmal nachgucken. Also, oder nochmal nachlesen, wie alt der ist. Also mindestens genauso alt oder älter, schätze ich mal. Ja, im ähnlichen Alter wahrscheinlich. 23, schreibt Christine. 23, und mit 23 hat er noch keine Freundin gehabt. Ja, genau, also den so. Kuss fand ich halt auch ein bisschen komisch, als er im Podcast dann abgeschnitten, ja. Abgestritten irgendwie so, nee, und da, gut, ich meine, manchmal, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt der Podcast ist, also ich glaube auch, ja, das, manchmal spielt halt auch das Gehirn halt einen Streich, dass man sowas vielleicht wirklich nicht weiß, Okay. Aber jetzt nochmal zu Nils zurückzukommen und seinen Freund. Warum hat er Andi Selbstmord begangen? Weiß das jemand? Nee, ne? Nee, also habe ich jetzt nirgends gesehen oder gelesen, was da der Grund dazu war. Es wäre auch interessant gewesen, ja. Okay. Jedenfalls hat der Freund nie eine Freundin oder eine Beziehung gehabt und Nils auch nicht. Und mit 23, wenn ich jetzt zurückdenke, mit 23, ich glaube, da hatte ich schon 30 Freundinnen gehabt oder so. Keine Ahnung. Ja, gut, aber das spielt, das soll jetzt keine entscheidende Rolle spielen, aber doch ein bisschen auf den Typen selber, ne? Wie er so unterwegs ist. War er zurückhaltend? War er scheu gegenüber Frauen oder das ist ja das Problem, wir kennen die Menschen ja da nicht, weder Chris noch Nils noch sonst jemand, ne? Wie die wirklich drauf waren oder sind. Ja, die Sache ist halt auch die, muss ich mal auch ganz ehrlich sagen, also es gibt halt manche Frauen, also die halt, was weiß ich, die, gibt auch manche Männer oder Jungs, die das halt machen. Aber es gibt halt viele Frauen, die fahren halt so 3, 4, 5 gleisig, die kennen da 4, 5 verschiedene Leute oder bevor sie sich von ihrem Freund trennen, schauen die sich dann schon teilweise irgendwie nach was anderem um und dann fahren die halt 3 gleisig, dann haben sie zum Beispiel 3 unterschiedliche Typen, die sie kennengelernt haben und entscheiden sich dann halt irgendwann mal für einen oder haben dann halt nur mit einem dann halt mal halt was so und das habe ich halt, muss ich ganz ehrlich sagen, halt so generell so bei vielen Frauen mitgeschnitten, dass sie da so in der Hinsicht, ich meine, wie gesagt, Männer machen sowas auch, aber ich persönlich habe es halt mehr von Frauen mitbekommen oder gerade von jungen Frauen, ich meine, eine junge Frau kann sich ja eh aussuchen, wenn sie gut aussieht, kann sie sich ja mehrere Männer raussuchen, also so gefallen, das kann ja ein Junge eher weniger, also der hat halt weniger Möglichkeiten, die Männer rennen ja den Weibern ja eh immer hinterher, wie so Hunde. Ja. Und ja, und da ist es halt dann halt auch echt so, dass dann, ich habe das halt auch selber beobachtet, dass halt dann manche Frauen echt mit dubiosen Typen dann sich halt auch, also ich möchte jetzt da niemand beleidigen, also Gottes Namen, also Gottes Willen, aber ja, das habe ich halt, in meinem Spektrum habe ich das halt mitbekommen und da habe ich halt auch gedacht, ey Mädel, was hängst du denn ab, ey, was gibst du dich ab? Wobei das halt auch gar nicht zu ihr gepasst hat, also da, ich meine, ich komme halt auch aus einer größeren Stadt, da kriegt man eh mehr mit. Das ist halt auch wieder so ein Punkt, ne? Also ich möchte halt niemand beleidigen oder nahe treten, aber das ist halt meine persönliche Erfahrung. Und was kriegt man, was ist, wenn man in einer größeren Stadt wohnt, was kriegt man da nicht mit? Oder was meinst du? Also ich wohne halt in einer größeren Stadt, da kriegt man halt vieles mit, so was so passiert. Also man kennt halt auch viele Leute und ach so. Okay.
ja, man sieht halt viel, wenn man halt ausgeht, man, ja, wenn man halt dann auch die Leute kennt, dann, und dann kriegt man auch gewisse Geschichten halt auch mit. Mhm. Und ja, ich beziehe es jetzt aber halt nur auf das, dass halt, ja, dass da halt so mehrgleisig gefahren wird dann halt. Mhm. Ja, ja. Hier schreibt auch wieder einer, der fragt, warum hat er sie denn überhaupt anrufen lassen, ne? Die Telefonate führen lassen. Das ist mir eigentlich auch nicht so. Also ich kann mir das nur damit erklären, dass er versuchte halt, dass die Polizei nicht zu intensiv sucht, ne? Oder? Ja, also. Da beißt sich aber auch wieder die Katze im Schwanz, wie gesagt. Also einerseits denkt man, dass er da Zeit gewinnen möchte, wenn sie da anruft. Andererseits ist es dann aber auch ein Risiko für ihn, dann auch erwischt zu werden. Also das ist so ein bisschen... Ja, ja, eben. Ne? Es ist denn irgendwo mal erwähnt worden, wo Nils gewohnt hat? Oh, da müsste ich nochmal nachschauen. Also ich meine im Podcast... Hat man nichts gehört. Ich meine nicht, ne. Aber irgendwie... Ja, es ist ja irgendwie so eine Region. So, da halten die sich ja immer irgendwie alle auf. Ne? So um Paderborn rum und dann Richtung Ostwestfalen rüber rechts rum. Das ist irgendwie so... Ja. Also, nee, dann, ja, dann lasse ich mal die anderen dran. Ja, danke für deinen Anruf und für deinen Beitrag. Ne, und bis demnächst vielleicht mal wieder. Bis bald, danke, ja. Ciao. Bis dann, tschüss. Tschüss. So, wen rufe ich denn jetzt mal an? So, dann warten wir noch mal auf Anrufe. Ja, Sonne 94 schreibt, Nils ist aus Nieheim, glaube ich. Bist du dir da sicher? Aber nee, sicher bist du ja nicht. Du schreibst ja, glaube ich. Woher oder wo wohnt Nils? Oder wo hat er damals zu diesem Zeitpunkt gewohnt? Weiß das jemand? Aus Nieheim. Ina schreibt auch Nieheim. Schreiben alle Nieheim. Okay. Also Leute, das ist ja auch wieder so ein Puzzle, ne? Wenn der Nils aus Höfelhof oder Nieheim oder wie auch immer. Dann würde das doch auch passen mit dieser Fahrt nach Nieheim oder in der Nähe von Nieheim. Also mich würde jetzt mal ganz ehrlich interessieren, warum die Polizei wirklich dann letztendlich Nils als Tatverdächtigen ausgeschlossen hat. Mit welcher genauen Begründung? Weiß das jemand? Johnson, hast du mir gerade eine Dinges geschrieben? Eine WhatsApp oder?
Guten Abend. Guten Abend, du hast mich gebeten, dich zurückzurufen. Ja, es ging ja. Wie geht's dir? Alles gut? Alles gut, aber du bist jetzt live auf Sendung, ist das okay, ja? Ja, na klar, natürlich. Okay, alles klar. Wir sind doch bei Frauke Liebs bei dem Fall, ne? Ja, ja, klar. Ja, cool, dass ich durchkomme. Ich habe jetzt im Vorfeld nicht mitbekommen, was ihr schon alles besprochen habt, jetzt in dieser Sendung. Ich wollte nur was dazu sagen, weil ich komme tatsächlich aus der Gegend. Also ich habe auch mal in Paderborn gewohnt und ich habe diesen Fall mir halt auch angeguckt im Internet. Ja. Und es gibt einen Fall, dass ich weiß nicht, wie weit das deutschlandweit bekannt ist, aber das ist auch quasi dort um die Ecke. Das, und zwar Höxter, es gab da ein Pärchen, also es gab so ein Haus, das in Medien, in der Bildzeitung stand irgendwie drin, das Horrorhaus von Höxter. Ja. So. Ich weiß jetzt nicht, habt ihr darüber auch schon gesprochen in der Sendung? Nein, aber von der Zeit her passt das nicht, ne? Was? Von der Zeitachse her passt das nicht. Das war ja in den ganz anderen Jahren gewesen mit Höxter. Okay, also, das weiß ich jetzt nicht, ob das von den Jahren her anders war, aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass vermutet wurde, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte, weil dieses Pärchen, die haben halt ihre Opfer, die sie da quasi eingesperrt haben im Haus, haben die halt auch immer telefonieren lassen. Und das war halt so eine Brücke, aber ich habe jetzt nicht so weit recherchiert, dass ich sagen kann, ja gut, das war dann und dann oder das war in der gleichen Zeit. Ich kann aber ja, du sagst, das war jetzt nicht in der gleichen Zeit, dann hat sich das schon fast erledigt, die Vermutung, die ich hatte. Warte, ich tue jetzt mal kurz googeln, Mörder, Morde Höxter, welches Jahr? Da kriegt man das ganz schnell raus. Der Fall sorgte zwischen 2016 und 2018 für bundesweites Aufsehen. Also, der Fall Frau Geliebst ist 10 Jahre davor gewesen. Ne? Okay. Also, ist ja, das. Gut, also das ist schon sehr unwahrscheinlich. Aber es könnte ja auch sein, dass die Täter halt auch schon über einen längeren Zeitraum sowas gemacht haben. Ja, also, wenn jetzt 1-2 Jahre dazwischen liegen würde, könnte man es vermuten, aber 10 Jahre ist doch ein bisschen viel, ne? Und ja, ich glaub, und zumal ja diese Frau von dem Pärchen hat ja auch wirklich reinen Tisch gemacht, die hat ja alles hier ausgepackt, was war. Und da ist Frau Geliebs nie ins Gespräch gekommen, ne? Okay, gut, ja, nee, ich dachte das, weil ich weiß jetzt nicht, auf was für einen YouTube-Kanal das war, aber einen ausführlichen Bericht halt über Frau Geliebs und da wurde das halt mit erwähnt und dann dachte ich halt, okay, gut, könnte vielleicht sein. Insolito wahrscheinlich, ne? Was? Insolito. Ja, genau, ja. Wahrscheinlich kann sein, dass er das da erwähnt hat, genau. Ja, ist auch schon ein bisschen länger her. Was ist denn jetzt so momentan, ich sag mal, von allen, mit denen du bisher gesprochen hast und auch deiner Meinung nach, so das Wahrscheinlichste, gibt es schon irgendwie eine Theorie, die halt wo am meisten drauf hindeutet oder einen Tatverdächtigen. So, weil das konnte ich zum Beispiel bei dem Fall nie irgendwie so richtig sagen. So. Ja, es ist, also ich muss ehrlich sagen, ich befasse mich jetzt am zweiten Tag damit, ne? Das erste Mal am Donnerstag in der Sendung, da habe ich überhaupt das erste Mal mehr oder weniger von dem Fall gehört. Dann habe ich jetzt 10 Folgen von dem Podcast gehört. Jetzt sitze ich wieder hier zum zweiten Mal und kenne den ganzen Fall immer noch nicht hundertprozentig, ne, wegen dem Podcast. Ich muss den Podcast wahrscheinlich auch 2-3 Mal hören, bevor ich wirklich alles aufgefasst habe und mir dann eine einigermaßen Meinung bilden. Und deswegen wäre es jetzt noch zu früh, irgendwie zu sagen, der und der oder der und der oder der und der, obwohl ich vorhin schon sagte, Nils kommt natürlich sehr eigenartig vor, da würde zu viel passen. Aber da bin ich noch, ein bisschen vorsichtig. Wir werden uns sicherlich noch ein paar Wochen mit dem Fall beschäftigen, so wie es aussieht, habe ich das Gefühl. Weil das hat mich jetzt auch ein bisschen hier gepackt und ich möchte mich noch ein bisschen mehr darüber informieren. Und ja, schauen wir mal, wo das hingeht, ne? Ich finde es halt, den Fall finde ich halt auch mega interessant und ich, also
Ich habe das irgendwie vor ein paar Jahren, habe ich mich damit mal befasst, habe mir das mal angeschaut und dann halt jetzt vor ein paar Monaten auch nochmal. Und für mich ist es wirklich so ein Gänsehautfall, weil ich habe halt in Paderborn schon mal gewohnt und ich weiß auch genau, diesen Irish Pub, da war ich auch schon mal. Und das ist irgendwie, ja, das ist dann, wenn du dann aus der Gegend kommst, ist es dann halt noch, noch, Pappt einem noch mehr, sagen. Ne? Ja, ja. Also das ist schon heftig. Ich habe gestern einmal kurz, also ich habe nicht deine ganze Sendung nochmal geguckt, aber da hatte einer auf jeden Fall eine Vermutung und sagte, ja, vielleicht wolltest du ja zu einem McDonald's gehen oder so mit irgendjemandem. Also die Stelle habe ich noch nicht gehabt. Dazu muss ich sagen, in Paderborn gibt es mehrere McDonald's, da braucht man nicht 30 Kilometer fahren. Das ist mir irgendwie noch im Hinterkopf geblieben. Ja, aber pass auf, in zu kleineren Städten macht McDonald's auch relativ früh zu, ne? Ich kann ja mal hier jetzt McDonald's Paderborn mal googeln. Paderborn. Also ich glaube, die haben 24 Stunden offen. Bitte? Ich glaube, die haben länger geöffnet, weil das McDonald's in Paderborn ist, ich glaube, es gibt sogar zwei. Ach ja, rund um die Uhr geöffnet, ja, stimmt. Ja gut, wir wissen es aber nicht, wie es 2006 war, ne? Ja gut, da weiß ich es natürlich nicht. Ich weiß halt, dass in Paderborn, was man, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber Paderborn hat halt so eine Autoszene, sage ich jetzt mal, so eine Tuner-Szene. Und da kommen halt zum Beispiel von, die treffen sich zum Beispiel alle auf dieser Straße, wo dieser McDonald's ist oder so war das früher auf jeden Fall. Ja. Und an der Universität. Und das ist ziemlich, ja, ziemlich da auch in der Nähe von diesem Irish Pub, wo sie war. Das heißt, da kommen halt echt viele Leute zusammen, auch von ein bisschen außerhalb, was vielleicht erklären könnte, diesen einen Standort, der ermittelt wurde da mit dem Telefon von Nieheim oder so. Ja. Aber das sind jetzt halt auch alles so, ich würde mich gerne auch noch mal ein bisschen vertraut damit machen. Und mich dann noch mal mit dir unterhalten. Ja, aber wir wissen zum Beispiel nicht, ob es 2006 wirklich in Paderborn McDonald's gab, ne? Doch, also da gehe ich doch auf jeden Fall. Also, ja, meinst du? Ja, also wie gesagt, ich komme halt aus der Gegend, sage ich jetzt mal. Ich habe da gelebt 3 Jahre lang, aber jetzt nicht zu der Zeit, wo das passiert ist. Aber ich war auch als Kind, war ich auch schon da und so. Die Leute, die von den Dörfern, die sind zum Beispiel alle nach Paderborn, fahren alle gerne nach Paderborn, weil es da KFC zum Beispiel gibt und so. Das ist jetzt keine kleine, also es ist schon eine kleinere Stadt, kannst du nicht mit Berlin vergleichen, aber das ist schon eine Stadt. Also da gibt es schon Burger King, McDonald's und also Paderborn kennt man schon. So, also es ist jetzt nicht ganz klein. Ist ein bisschen kleiner als Bielefeld, sage ich jetzt mal. Ja, 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 ich kenne auch Paderborn. Nur ja. Zum Verständnis so. Ja, ja, okay. Also geh mal davon aus, dass das McDonald's damals wahrhaftig schon gab. Also ich bin mir nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen, weil dieser Nils hat ja dann auch ausgesagt, dass er noch Döner essen gegangen ist mit seinem Kumpel, ne, in dieser Nacht. Ja. Ja. Ach, wo das passiert ist, der Nils ist jetzt nur für mich zum Verständnis nochmal. Der Nils ist der Ex-Freund, mit dem er zusammen gewohnt hat. Nein, das war der Christopher oder Chris genannt. Okay. Und Nils war ein Bekannter nur, ne? Der seinen engen Freund auch verloren hat durch Selbstmord und da ein bisschen psychisch labil war und Rebecca wollte ich schon sagen, Frauke ihm ein bisschen da psychisch helfen wollte. Keine Ahnung, ne? Also das war nur ein Bekannter gewesen. Aber okay. an dem Abend, als sie verschwunden ist, weil sie noch im Pub war, hat sie halt mehrere SMS hin und her geschickt zwischen Nils und ihr. Und Nils war zu diesem Zeitpunkt noch auf Arbeit, hatte Spätschicht und hatte um 22.15 Uhr Feierabend. Und Frauke hatte ihn drum gebeten, per SMS doch noch im Pub vorbeizuschauen, aber er hat verneint. Ne? Und laut seiner eigenen Aussage ist er dann mit seinem Kumpel wohl irgendwie nach Paderborn auch gefahren, nach der Spätschicht und wäre irgendwo noch Döner essen gegangen.
Und eine Sache noch, ich habe gestern, also ich habe jetzt nur so ein paar Fetzen mitgekriegt von dem gestrigen Stream. Mhm. Es gab eine Handyortung in Mönkelo, hast du gesagt, ne? Oder wurde gesagt, ne? Mönkelo, ne, was sagt mir jetzt nichts? Doch, gestern war irgendwas in deinem, hast du noch im Kopf die Ortung, wo das war? Weil da war irgendwas mit, ich hab was mit Mönkelo im Hinterkopf. Ich versuche mal diese Karte hier rauszusehen. Bewegungsprofil, Frauke Liebs. Mal sehen, ob man da irgendwas sieht. Bilder. Och, jetzt kommt meine Katze hier zum Vorschein. Nein, Mia, du musst leider mal runter. Du, das geht jetzt leider nicht. So. Alles Gute, das kann man ja nächstes Mal vielleicht dann nochmal besprechen. Aber ich habe irgendwie im Hinterkopf, es gibt auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich hatte dann irgendwie direkt im Kopf, also ich habe, wo ich da gewohnt habe, halt durch Hörensagen gehört, dass da auch zum Beispiel jetzt ein Puff ist zum Beispiel. Das ist, liegt alles, also dieser Irish Pub zum Beispiel, der ist direkt eigentlich quasi in der Stadt so. Ja. Die Universität ist in der Nähe davon und Mönkelo ist halt so ein Industriegebiet, sage ich mal. Und ja, da liegt halt zum Beispiel so ein Rotlichtmilieu oder sowas, sage ich mal. Ne? Und ja. Ja, also da sind halt mehrere Punkte so, ja, ich weiß nicht, was für eine Richtung man da irgendwie ermitteln sollte oder so, oder ob man vielleicht doch lieber in ihrem Bekanntenkreis bleiben sollte. Also dieser Nils, was du jetzt gesagt hast, da sind schon Auffälligkeiten, dass man so drüber nachdenken könnte halt. Ich hab jetzt, da war ja doch diese eine Sache, dass der Kommissar gesagt hat, irgendwie, ich hatte der saß schon mal bei mir beim Verhör. Ich hab jetzt da müsste man ja einfach, ja, oder? Nee, was wolltest du sagen? Ich habe jetzt ein Bild hier eingeblendet von diesem Irish Pub in Paderborn. Und hier auch nochmal dieses Bewegungsprofil. Das kriege ich leider nicht größer. Fußgängertunnel, Frau geliebt zu Hause, Irish Pub. Okay. Da sagt einem jetzt nicht viel. Gut, und jetzt dieses Irish Pub, das Bild, okay. Hat dann zumindest das ist so ein Einkaufszentrum, das heißt Libori-Galerie. Und dieses Irish Pub, man muss dazu sagen, Paderborn ist halt auch eine Stadt, wo früher viele Engländer waren. Und das war zum Beispiel auch eine Randvermutung, ich glaube von Insolito, ich bin mir nicht sicher, zu der Zeit 2006, da waren auf jeden Fall noch mehr Engländer stationiert, die sind halt immer mehr abgezogen. Da gibt es aber nach wie vor halt auch noch Leute, die da halt sich niedergelassen haben und auch Kinder wieder bekommen haben und so. Also es gibt zum Beispiel in Paderborn auch eine Engländersiedlung. Und das wäre vielleicht auch eine Variante. Und dieser Irish Pub, da sind halt immer viele Engländer hingegangen. Ja. Und das war auch deren Stammkneipe, sage ich jetzt mal. Ne? Also ja, das wäre vielleicht auch, also ich versuche jetzt halt einfach irgendwie so ein Gesamtbild irgendwie hinzubekommen, was so alles sein könnte halt. Ne? Ja, ja. Ja. Na gut, aber wie gesagt, also dieses Nieheim, das ist jetzt schon echt ziemlich weit weg. Ich weiß jetzt nicht, hast du noch irgendeinen Punkt im Kopf, wo noch ein Ort war? Nee, warte mal, Moment. Ich habe hier noch ein Ding, aber was das jetzt heißen soll, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ob aus diesen Gebieten, warte mal kurz. So, da kann man Gewerbetreibende. Keine Ahnung. Ich müsste nochmal das raussuchen. Das, wo die Anrufe, da gab es irgendwo eine Karte, wo dann das aufgezeichnet war, von wo die Anrufe kamen. Ich gucke mir das auf jeden Fall auch nochmal an. Ich kenne halt leider nicht mehr so viele Leute in Paderborn, aber
ein paar könnte ich, glaube ich, noch fragen, die so ein bisschen in meinem Alter sind. Okay, 2006, da war ich halt 18, 19. Aber vielleicht weiß einer irgendwie was davon. Vielleicht hat sich das auch ein bisschen so rumgesprochen. Vielleicht, es gibt ja auch manchmal Mordfälle, wo es so Vermutungen gibt, wo eigentlich das ganze Dorf oder irgendeine Stadt, wo viele so, sage ich jetzt mal, sagen, ja, der könnte es gewesen sein, ja, weil irgendwie da nichts gemacht wurde. Aber die ist ja dann auch wesentlich, ich weiß gar nicht, wie alt war sie da zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, die ist noch 21, ein bisschen älter als, oder? 20? 21? Weil okay, also so 85, 84er Jahrgang, irgendwie sowas. Ja. Also ich habe jetzt hier mal ein Bild, erster Kontakt, Nieheim. Erster Anruf. Ja. Zweiter Kontakt war dann nördlich, so Sennelager. Okay. Der dritte, vierte Kontakt, Gewerbegebiet auf dem Dörren. Dörren, auf den Dörren. Ja, fünfter Kontakt, Industriegebiet Mönkelow. Mönkelow, das meine ich. Und sechster und siebter Kontakt, Bernhauser Feld. Also nördlich, westlich, nördlich, südlich und östlich. Und dann nochmal erste Kontakt. Alles Punkte, die man mit. Oh, erzähl weiter, Entschuldigung, ich wollte dich. Nee, alles gut. Nee, fand ich mal. Und dann Fundort der Leiche. Genau, wo war das? Asseln, Hebram Asseln. Also ich sag mal, 10 Kilometer von dem letzten telefonischen Kontakt entfernt. Mhm. Also den letzten Standort Asseln, das kenne ich nicht. Aber auf den Dören und Mönkelow und was hast du noch gesagt? Bernhauser Feld. Sennelager ist nördlich, genau. Und Bernhauser Feld. Das sind alles Punkte, die man mit den Bussen erreichen kann von Paderborn. Also diese ganzen Orte, die stehen alle auf den Bussen drauf. Ja, ja, das ist klar. Also die meisten. Aber die werden, weil ich früher da auf Bus gefahren bin. Aber die werden ja nicht mit Bussen unterwegs gewesen sein. Nee, aber das ist ja, weiß ich nicht. Also das ist mir jetzt halt nur in den Kopf geschossen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall irgendwie, das ist auch ganz merkwürdig irgendwie. Also da muss ja irgendjemand ständig in Bewegung gewesen sein mit ihr. Was haltet ihr von dieser Drogen? Also hat auch ein Anrufer hat gestern irgendwas von so einer Theorie erzählt, dass die da unter Drogen gesetzt wurde? Oder war allgemein bekannt, dass sie überhaupt irgendwelche Drogen genommen hat? Oder war das so ein ganz normales Mädchen, sage ich jetzt mal, die einfach keine Drogen vielleicht nimmt? So, das wäre auch interessant, oder? Nein, also offiziell hat die Frau keine Drogen genommen und wenn, dann wurde sie halt wohl unter Drogen gesetzt während der Entführung. Ne? Das ist ja auch naheliegend. Das hat ja auch die Telefonate dann so einigermaßen nachgewiesen, ne? Wo sie dann nicht so deutlich gesprochen hat. Also K.O.-Tropfen meinst du, sowas? Ja, ich weiß nicht, wenn man jetzt K.O.-Tropfen zu sich nimmt, ob man da überhaupt noch denken kann, glaube ich nicht, ne? Dann hat man überhaupt keine Erinnerung. Also muss schon irgendwie was gewesen sein, so Art Betäubungsmittel mehr oder weniger, ne? Okay. Ich werde mich auf jeden Fall mit dem Fall auch noch mal ein bisschen auseinandersetzen und auch mal vielleicht ein, zwei Leute fragen. Ich habe leider nicht mehr so viel Kontakt zu Paderborner Leuten. Die Stadt ist mir jetzt irgendwie nicht so ans Herz gewachsen, um das mal so ganz diplomatisch auszudrücken. Ich fand die Menschen da immer ein bisschen komisch und hinterhältig und ach, keine Ahnung. Aber trotzdem interessant, weil, wie gesagt, also so zum Beispiel diese Orte halt, das ist, also ich komme ja ursprünglich, also ich bin ja eigentlich Bielefelder und habe da halt mal ein paar Jahre gewohnt und da ist das natürlich auch, also da ist der Fall natürlich besonders interessant, sage ich jetzt mal, ne? Aber wie gesagt, ich werde mich da jetzt noch weiter mit auseinandersetzen. Vielleicht hast du ja gleich noch einen, der irgendwie sich da ein bisschen mehr schon mit befasst hat. Und
machen wir den Fall, also ist der, läuft der Fall jetzt die Woche noch über bei dir oder beschäftigen wir uns jetzt erstmal damit so ein bisschen? Also wir werden uns nächste Sendung auf jeden Fall damit nochmal befassen, wahrscheinlich auch übernächste Sendung. Am 21. kann ich jetzt schon sagen, ist der Geburtstag von Rebecca Reusch. Da möchte ich dann nochmal eine Sendung zumachen, das heißt Mittwoch in einer Woche. Rebecca Reusch, anlässlich ihres Geburtstages. Ja, und Frau Geliebs wird uns sicherlich auch noch weiter begleiten, denke ich mir mal. Ja, okay, das ist ja verständlich. Ja. Okay, gut, Bernie, dann mache ich mal die Leitung frei für den nächsten und wir sprechen bestimmt nochmal. Alles klar, danke für deinen Beitrag, ja? Bis dann. Schönen Abend noch, ne? Dir auch, danke, tschüss. Ciao. Ja, danke für den Anruf. Hat hier nochmal versucht, einer anzurufen. Ich rufe da mal zurück. Ja, der geht jetzt leider nicht mehr dran, obwohl er versucht hat, vor 5 Minuten anzurufen. Okay. So, wer Lust hat, kann noch anrufen. So. LW. L.W. Hier aus dem Chat. Also jetzt mal ohne Scheiß, wenn du nochmal in die ähnlicher Weise sowas hier reinschreibst, muss ich dich leider hier verbannen. Du kannst doch nicht schreiben, wie bei Rebecca Reusch, vielleicht haben die Eltern doch damit was zu tun. Also Leute, was stimmt denn mit euch nicht? Eltern reinziehen. Also ich kann das hier nicht für gut heißen. Und wenn nochmal sowas ähnliches kommt, muss ich das leider hier löschen. Ja? Das geht so nicht, das können wir nicht machen. Ute. Ja, Ute, wenn man sich schon so lange mit diesem Fall Rebecca Reusch befasst, ne, dann sollte man zumindest den Geburtstag nicht vergessen, denke ich mir mal. Ne? Einmal Geburtstag und einmal natürlich der Tag des Verschwindens. Edgar schreibt, warum glaubt man eigentlich, dass Frauke ihren Standort jemals verlassen hat, wegen den Anrufen? Wie gesagt, man kann auch einfach ein paar Antworten aufgenommen haben und dann abspielen. Ja, aber wenn du jetzt mal diesen letzten Anruf dir mal nochmal anhörst, ist ja nachgesprochen worden, aber trotzdem der Inhalt so einigermaßen wiedergegeben worden, hat sie schon auf Fragen mehr oder weniger geantwortet. Ja, und das kriegst du jetzt mit einem automatischen, was vorher aufgenommen wurde, nicht hin. Ne? Also da sollte man schon von ausgehen, dass sie wirklich live da telefoniert hat. So, ich gucke jetzt mal ein bisschen in den Chat rein. Deswegen bin ich relativ ruhig. Ja, wie gesagt, ich habe den Podcast
Martin schreibt, Bernie, habt ihr eine Mail geschrieben? Bitte vorlesen. Da muss ich mal gucken, ob die Mail schon angekommen ist. Das dauert immer ein bisschen, bis die Mails hier wirklich auch runtergeladen werden. Nee, bis jetzt ist noch nichts eingegangen. Also Martin, sobald die E-Mail bei mir hier eingeht, werde ich es natürlich vorlesen. Oder es kann ein paar Minuten dauern. Ja, wie gesagt, ich habe den Podcast zu zwei Drittel, kann man sagen, bisher gehört. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend vielleicht noch die eine oder andere Folge nochmal mir anhören werde. Spätestens aber morgen. Das Problem ist natürlich, es sind 14, 13 oder 14. 13 oder 14 Folgen von jeweils, lass mich nicht lügen, zwischen 30 und 45 Minuten oder so. Also eine Menge Input. Und ich habe mir 13, Hexe schreibt 13, okay. Ich habe mir immer wieder auch die letzten Folgen immer nochmal wiederholt angehört, weil man muss sehr viel verarbeiten, ja. Und wenn mich jetzt einer fragen würde, was war denn in der zweiten Folge, dann müsste ich eigentlich schon fast passen, weil du kannst das nicht alles dir merken, ja. Du musst dir einfach selber ein Bild dann daraus basteln. Aber ich tippe mal, um das einigermaßen zu verstehen und einigermaßen richtig in den Fall reinzuarbeiten, musst du dir den ganzen Podcast wahrscheinlich 2-3 Mal anhören. Und da bin ich noch am Anfang. Ja. Ja, jetzt nochmal mit dem DNA. Was schreibt hier Mandy? Fauges Sachen oder eventuell was von ihr körperlich nur vorhanden ist, sollte nochmal auf DNA untersucht werden. Die Auswertung und Untersuchungen sind doch mittlerweile fortgeschritten. Ja, jetzt kommt es natürlich drauf an. Ich denke mal, Frauke ist ja, die sterblichen Überreste sind ja inzwischen beerdigt worden. Was denn mit diesen Kleidungsstücken geschehen ist, das ist schwer zu sagen. Das weiß ich nicht. Was macht man mit solchen Kleidungsstücken, die ja Teil einer Morduntersuchung sind? Ich denke doch, dass man die aufbewahrt, oder sehe ich das falsch? Die Frage ist natürlich auch andererseits, wie weit war 2006 die DNA-Analysen fortgeschritten. Kleidung sollte eigentlich noch, weil es ja Beweisstücke sind an einem Mordfall, noch vorhanden sein, dass man da vielleicht nochmal mit dieser neuesten Technik rangeht, wäre wünschenswert. Und die zweite Frage für mich ist natürlich, wenn Leute, die waren ja nicht unter dringendem Mordverdacht, sondern wenn es ein dringender Mordverdacht gewesen wäre, dann wären sie ja in Urhaft gewesen. Es war also nur ein Verdacht. Und wenn man dann nur lediglich unter Verdacht steht, ob denn da Fingerabdrücke, DNA-Spuren oder DNA-Analysen gemacht werden dürfen, das weiß ich nicht. Das bezweifle ich sogar, wenn man Verdächtigter einer Straftat ist. Oder ist ja noch nicht mehr Verdächtigter einer Straftat. War Nils oder wer auch immer irgendjemand davon, von diesen Personen, Verdächtigter einer Straftat?
Ich glaube nicht, ne? Und solange das nicht so ist, werden wahrscheinlich auch keine Fingerabdrücke oder erkennungsdienstliche Maßnahmen, nämlich auch DNA-Spuren von dem Betroffenen, nehmen. Ja, wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein. Und das ist natürlich dann auch schon wieder so ein entscheidender Fehler. Ich kann mich noch an Fälle erinnern, dass da es gab Mordopfer und dann ist wahrhaftig die ganze Gemeinde im Umkreis von, weiß ich nicht, von 20 Kilometern ist nur so ein Massen-DNA-Test gemacht worden, ja. Also DNA-Tests kann man auch abnehmen, offenbar, wenn man jetzt nicht unmittelbarer Beschuldigter ist. Und deswegen ist es für mich die Frage, ist denn hier in diesem Fall von irgend solchen, von Nils, von Chris, von was weiß ich, von wem, DNA abgenommen worden? Zur Sicherung einfach mal. Für den Fall der Fälle, dass man doch an der Kleidung nachträglich noch irgendwas findet, ja, DNA-Spuren, um das abgleichen zu können. Das würde mich mal interessieren. Ja, Frau Holle, mich beschäftigt die Aussage an Chris, du weißt doch, Chris, ja, genau. Ja, da hatte Frau Gewohl an Chris geantwortet in einem Telefonat da, warum sie nicht nach Hause komme oder so ähnlich. Und dann sie wohl sagte, das weißt du doch, Chris. Wenn es wirklich so gewesen sein soll, dann auch sehr eigenartig. Aber ich glaube, Chris ist ja, kann man ja, so wie ich den Podcast jetzt verstanden habe, kann man ja ihn absolut ausschließen als möglichen Täter. Zumal er beim letzten Telefonat wohl auch die Schwester als Zeugin dabei war, wo der letzte Anruf von Frau gekam. Ich will immer wieder Rebecca sagen. Ihr seht, Rebecca ist auch dauernd noch bei mir im Kopf drin. Sarah schreibt, toll, dass du das neuerdings so oft streamst. Ja, so neue Fälle, Sarah. Also Rebecca habe ich ja auch sehr oft gestreamt. Wird auch in Zukunft weiter der Fall sein. Dann war es ja so bei Rebecca, dass im März, April da neue Hausdurchsuchungen stattgefunden hatten. Und dann bin ich sogar zwei, dreimal die Woche live gegangen über längeren Zeitraum. Also immer, wenn irgendwas aktuell ist, dann gehe ich natürlich auch öfters mal live, um das aufzuarbeiten. Frauke ist jetzt für mich ein ganz neuer Fall, seit letzten Donnerstag quasi erst bekannt für mich, obwohl das schon 2006 passiert ist. Und mich hat das auch ein bisschen gepackt. Und deswegen gehe ich mindestens zweimal live diese Woche demnächst, was diesen Fall betrifft. Johnson schreibt, wird der Fall von Frauke überhaupt noch ermittelt? Schwer zu sagen. Ich habe eher die Befürchtung, dass das inzwischen Cold Case geworden ist, solange die Polizei keine neuen Hinweise bekommt, werden die Akten wohl kaum öffnen, ne? Guck gerade noch mal hier in den Chat rein.
Edgar schreibt, was ich nicht verstehe, wenn Frauke so oft angerufen hat, warum hat man nicht spätestens nach dem zweiten Anruf die Gespräche aufgezeichnet? Ja, das hat einen ganz banalen Hintergrund offenbar, so wie ich das mitgekriegt habe, Edgars. Nämlich, dass die Mutter wohl versucht hat, ein Aufnahmegerät so zum Mitschneiden zu kaufen, hat in Paderborn aber nichts gefunden und die Polizei hat ihr keins zur Verfügung gestellt. Also 2006 war die Technik noch ein bisschen weiter zurück als heute. Heute kann man mit dem Handy, weiß nicht, ob man das mitschneiden kann direkt, aber heute hätte man ganz andere Möglichkeiten, das mitzuschneiden. Aber damals, 2006, war es noch ein bisschen schwieriger und die Mutter hat, wie gesagt, so wie ich die Aussage verstanden habe, in den Geschäften in Paderborn kein Diktiergerät, hätte man das machen können, also kein Diktiergerät gefunden zum Kaufen und die Polizei war nicht bereit, ihr sowas zur Verfügung zu stellen. Deswegen hat sie diese Gespräche leider nicht mit aufnehmen können. Ich weiß nicht, ob es damals Kaufhof gab, aber jedenfalls, ich habe die, laut Aussage der Mutter, habe ich, wie die sagte, hat sie versucht, ein Diktiergerät zu kaufen, hat aber keins gefunden in Paderborn. Ja, das ist schon eigentlich schade, ne, wenn man weiß, die Frau ist verschwunden und sie meldet sich dann das erste Mal, ich glaube einen Tag später, telefonisch. Und man muss ja dann damit rechnen, Mensch, wenn die sich jetzt meldet, vielleicht ruft die nochmal an. Also versuche ich doch mit allen Mitteln, so ein Diktiergerät zu beschaffen. Und wenn es das in Paderborn nicht gibt, dann fahre ich mal schnell in die Nebenstadt nach Bielefeld. Ist ja nicht allzu weit. Und irgendwo wird es da schon so ein Diktiergerät geben, tippe ich doch mal. Und das ist eigentlich schade, ne, dass man da nicht so reagiert. Moment, Mrs. Starless. Diktiergerät nützt auch nichts. Es gab keinen Lautsprecher damals am Handy. 2006. Konnte man Handy nicht auf laut stellen? 2006? Lass mich überlegen, was war denn das? Was gab es denn da? Nokia 6210, 6230 oder irgendwas. Konnte man die nicht auf laut stellen? Ist das wirklich so? Nokia 3210 konnte man laut stellen, ne? Siehst du. Oder genauso, dann kommt der zweite Anruf am nächsten Tag. Das waren ja also genau 5 Anrufe an 5 Tagen hintereinander. Jetzt kommt der erste Anruf. Dann würde ich doch schon versuchen zu reagieren. Mensch, für eventuell einen zweiten Anruf am nächsten Tag oder wie auch immer. Dass ich das versuche irgendwie mitzuschneiden. Und wenn der zweite Anruf dann kam, dann kannst du damit rechnen, dass eventuell der dritte Anruf kam. Und wenn der erste Anruf abends um 10:30 oder was kam, und der zweite genauso, warum hat sich die Familie dann nicht zusammengetan
und hat zusammen um diese Uhrzeit etwa zusammengesessen in der Hoffnung, dass wieder so ein Anruf kam. Also zumindest hätte ich doch Interesse gehabt, zu versuchen, diese Anrufe mitzuschneiden. Ja, deswegen verstehe ich das nicht, dass man das nicht mitschneiden konnte. Naja, die Polizei hat ja nicht mit aufgenommen, weil laut Polizei war es ja so, erster Anruf, zweiter Anruf, dass es dann für sie klar war, naja, die ist ja noch offenbar im Leben und eine volljährige Person kann ihr Aufenthaltsrecht selbst bestimmen. Also ging sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht von der Straftat aus. Na, Bernd. Ja, Namen Bernie. Hi. Hier ist Frank. Hallo Frank. Worüber oder was bis jetzt noch gar nicht aufgetreten ist, die Schule und die Pflegedienste und weil er mit der Narkose und so weiter, er behindert mich noch so ein bisschen. Ja, ja. Das ist überhaupt nicht, gar nicht in keinster Weise irgendwie was gemacht worden. Ja. Jetzt überlege ich gerade, wann war das zur Fußball-Weltmeisterschaft, ne? 2006. Ja. So, was war das genaue Datum? Weißt du das noch? Genaue Datum? Juni, 21. Juni, meine ich, war das? 21. Juni. Ja, warte mal, Sommerferien, wann waren denn Sommerferien NRW 2006? Wann waren denn da die Sommerferien? Ja, Nordrhein-Westfalen ist das ja, die sind ja mal ziemlich früh. 21.06. bis 3.08. 21.06. Und von was für ein Datum reden wir jetzt? 21.06. Nee, 21.06. waren Sommerferien. Haben die Sommerferien begonnen. Und wann ist, welches Datum genau ist Frau Geliebst nochmal verschwunden? Am 21. meine ich. Okay. Wo das Spiel war. Das war ja ein Spiel, wo England gegen Schweden. Und deswegen hatte die ja die Kleidung an. Ah, Gertrud schreibt 20.06. Okay. Nee, ich wollte deswegen, ob das jetzt ein bisschen übereinstimmt, weil Chris hat ja Frau am Telefon gefragt, wo bist du? Wo sie dann jedes Mal Mama, Mama sagte. Ja. Und jetzt wollte ich jetzt weiterspinnen, dass sie vielleicht doch in der Schule da, wo die Mutter als Direktorin gearbeitet hatte, versteckt wurde, aber dann kommt es ja nicht hin. Ja, das war doch, glaube ich, das Drehbuch, wo die in der Schule waren. Ne? Genau, ist ja auch nicht so weit weg da. Ne? Und da war in dem Podcast, und ja doch, war da, dass in Bad Driburg McDonald's ist. Ja, gut, aber und Paderborn dann, war ja offenbar auch ein McDonald's, ne, zu dieser Zeit. Ja, nur was mir so ein bisschen komisch vorkam, der ist ja, oder sie ist ja in Nieheim gewesen. Ja, ja. Und das war ja 0.50 Uhr oder so, ne? Ja. Und um 23 Uhr ist sie aus dem Pub weg.
Das sind dann 2 Stunden. Ja. Da war ja, sie hatte ja kein Akku. Ja. Die hatte ja von der Freundin im Pub nachgeladen. Mhm. Und dann nachher, wie sie weggegangen ist, hat sie den Akku wieder abgegeben und ist los und hat sich dann verabschiedet. Ja. Das heißt also so viel wie kein Akku, keine Mail oder keine WhatsApp. Und dann muss ja erstmal aufgeladen werden, ne? Ja, klar. Also das muss eine Person gewesen sein, die sie kannte. Ja. Definitiv. Ja. Auf jeden Fall. Und da habe ich dann mal überlegt, weil das überhaupt gar nicht so besprochen wurde, weil sie doch auch in der Pflegeschule war. Und da sind ja bestimmt einige, die da an dem Krankenhaus waren. Wahrscheinlich ist ja eine Person, die nicht so präsent war für die anderen. Ja. Und wenn die war ja auch lebenslustig und hat mit ihm gesprochen und so. Wer weiß, mit wem die alle Kontakt hatte. Ja. Na, und wenn einer aus dem Krankenhaus halt war, der kommt vielleicht auch leicht an Betäubungsmittel, ne? Ja. Hm. Ja. Aber du denkst auch, dass sie ihren Entführer, Mörder kannte, ne? Ja, auf jeden Fall. Also da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Ja. Und dann hattet ihr ja noch gerade mal besprochen da mit diesem Horrorhaus. Ja, aber das war ja 10 Jahre später. Ja, pass auf. Jetzt kommt da noch, was du noch nicht gehört hast. Die Frau, diese in dem Horrorhaus war, diese, wie war das nochmal, Elisabeth Annegret oder keine Ahnung, die wurde ja verhaftet, die sitzt ja ein und die hat wohl einen Brief geschrieben an eine Frau Liebs. Lieb. Ja. Und das war aber eine Frau Lieb, die in Paderborn wohnt, aber irgendwie hat die ein Studio gehabt. Irgendein Studio. Auf jeden Fall konnte die da nichts mit anfangen und hat sich dann an den Fall erinnert und hat den Brief an die Frau Liebs geschickt. Mhm. Und die Frau Liebs, die wollte sich mit der treffen, beziehungsweise sie wollte die besuchen im Knast. Ja. Und da hat sie vorhin die Polizei noch gefragt. Und dann haben die gesagt, das ist wohl keine gute Idee, weil die manipuliert gerne die Leute und die kann das auch und die will nur Aufmerksamkeit haben und alles. Und dann haben die sich so verständigt, dass die sich dann nicht mehr gemeldet hat bei der. Okay. Aber die wollte ihr angeblich was erzählen. Ja. Wo kommt die Polizei? Die haben gesagt, nee, kommt nicht in Frage, die erzählt den ganzen Tag nur Müll. Ja. Und das wollen wir nicht, ne? Aus welcher Ecke von Deutschland kommst du? Ich bin aus dem Pott. Aus dem Pott, aber jetzt nicht in der Nähe von Paderborn, ne, oder so. Nein. Ja. Ja, man hört es vom Dialekt her. Ja? Man hört vom Dialekt her, dass du da so ein bisschen aus dem Westen kommst. Das ja. Ist aus Bochum. Ja, aus Bochum. Ja. Kenne ich. Bochum Langendreher kenne ich. Ja. Ja. War da nicht auch mal Opel, ne? Langendreher? Aber Opel, ja. Ist immer noch oder haben die zugemacht? Nee, ist dicht. Auch ist schon dicht. Länger. Ah ja, okay. Ja, da ist doch. Ach, das ist so richtig Randale gewesen. Da waren ja richtig viele Leute noch. Da waren, weiß ich, glaube ich, noch 9.000 oder so ganz zum Schluss.
Aha, okay. Und die haben ja alle noch gedacht, die könnten da noch was reißen, aber war nichts. Okay. Ja, und alles so schön in der Politik ist. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Gut. Ja, aber der Fall, der ist schon ziemlich komplex, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähnlich wie Rebecca Reusch, ne? Ja, da bin ich auch voll drin im Thema. Auch, ne? Ja, ja. Und ja, aber da habe ich meine eigene Meinung. Aber das zeigt sich. Ja, ja. Gut, dann sage ich mal vielen Dank für deinen Anruf. Und vielleicht hören wir demnächst mal wieder. Ich habe zu danken. Ja. Schönen Dank für die Sendung. Gerne. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal. Na klar, sicher. Dankeschön. Ja. Jo, dir noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Danke auch. So. Ciao. So, nochmal einen verpassten Anruf. Ruf mal den jetzt nochmal an. Mal schauen. Ja. Ach Mensch, Entschuldigung. Ich dachte, wir hatten ja gerade telefoniert, ne? Ach so, ja. Alles klar, nochmal danke, ja. Kein Problem. Tschüss. Danke, tschüss. Ach Gott, der Arme, habe ich jetzt noch mal gestört. So, mal schauen, ob eine E-Mail eingegangen ist. Richtig, da hat ja einer gesagt, er will eine E-Mail schreiben. Wo habe ich denn das E-Mail-Programm? Ach, Mensch. So, dann schauen wir mal. Nein, bis jetzt ist noch keine E-Mail angekommen. Nee, leider nicht. Nee, ist noch keine E-Mail angekommen. Kann ich nicht damit dienen. Hast du auch die richtige E-Mail-Adresse benutzt? Hoffe ich mal. Ja, Schaone Berlin schreibt, ob das die Wahrheit ist, das mit dem Alibi von Nils. Ja, Johnson, auch wieder eine gute Frage. Warum lässt der Täter sie fünfmal telefonieren? Ja, das ist einfach nur für mich, wie ich schon mal gesagt hatte, eigentlich nur damit zu erklären, dass er verhindern wollte, dass die Polizei richtig aktiv wird. Denn solange sich eine vermisste oder was heißt vermisste Person, für die Angehörigen vermisste Person logischerweise, sich aber meldet, ein Lebenszeichen von sich gibt, vermutet die Polizei erstmal kein Verbrechen und wird eigentlich nicht aktiv, so wie es ja dann auch der Fall gezeigt hat, ne? Die richtige E-Mail lautet Bernies Nachtcafé zusammengeschrieben berniesnachtcafé@gmail.com. Ich schreibe das nochmal rein. Das ist also hier die E-Mail-Adresse. Ich würde das mal anpinnen oben.
Da habt ihr dann oben nochmal die E-Mail-Adresse für die Leute, die mir eine E-Mail schreiben wollen. Steht aber auch eigentlich, soweit mich nicht alles täuscht, in der Beschreibung dieses Kanals. Hellraiser, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, hier ist die Barbara, schönen Abend. Ebenso, Barbara. Ich mach's leiser. Oh, du kannst ein bisschen lauter reden, dann hören wir dich besser. Was soll ich lauter sprechen? Wenn's geht, ne, wenn's geht. Ja, dann gehe ich mal nach drin. Ich bin jetzt hier auf dem Balkon. Ach so. Jetzt stelle ich die Nachbarn. Ja. Ja, ich habe mich erst... gerade erst zugeschaltet. Also ich weiß jetzt nicht, was ihr alles heute Abend schon besprochen habt, auf jeden Fall. Aber ich habe mir auch so meine Gedanken zu diesen Gedächtnisprotokollen, zu diesen Gesprächsverläufen gemacht. Ja. Und da hat der Mitbewohner, die Frauke, eigentlich, glaube ich, im letzten Telefonat, das ja länger angehalten hat, so etwa 5 Minuten, gefragt, warum kommst du nicht nach Hause? Hast du einen Typen kennengelernt? Ja. Einen anderen Typen kennengelernt? Mhm. Und dann hat sie darauf geantwortet, nein, du weißt doch, dass ich nicht wegen eines Typen wegbleibe. Ja. Du kennst mich doch. Ja. Also ich denke auch, dass alle diese Gespräche, die da geführt wurden, tatsächlich... Botschaften enthalten. Und wenn sie sagt, du kennst mich doch, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch Gespräche geführt haben zu Bekannten, gemeinsamen Bekannten oder Bekannten von der Frauke. Und ich könnte mir auch wirklich sehr gut vorstellen, dass der oder die Täter oder die Täterin und der Täter oder nur die Täterin, das könnte ja theoretisch auch eine Frau sein, ja? Ja. Man weiß es nicht. Dass diejenigen möglicherweise aus dem beruflichen Umfeld kommen. Warum denke ich das? Also ich denke mal, in dieser Pflegeschule, das ist ja nicht nur theoretischer Teil, sondern da werden sicherlich auch Praktikas absolviert, ja, im Pflegebereich, im Krankenhaus. Und ich komme auch aus dem Medizinfach und da hat man ja auch viel mit Sedierungsmitteln zu tun, beispielsweise Propofol kann man wirklich sehr gut einsetzen, um jemanden punktgenau auszuschalten und dann es gibt auch andere Medikamente, die wirklich so 20 Minuten bis 2 Stunden jemanden vollkommen ausnocken können und dann wacht derjenige wieder auf und ist wieder wach, also ist wieder da. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Frauke nicht unter Drogen gestanden hat, sondern unter Sedierungsmitteln. Denn als sie von einem Standort einmal eine SMS gesendet hat, da ging bei ihrem Bruder zeitgleich die Nachricht von der Telekom ein, dass sie gerade erreichbar ist. Ja.
Und darauf hat der Bruder sofort reagiert, der Frank, und hat bei ihr angerufen. Und das war, ich glaube, am zweiten oder dritten Vermisstentag. Und hat sie also wirklich runtergeputzt. Und sie hat mit ihm telefoniert, und nach seiner Meinung klang die Frau ganz normal und hellwach. Mhm. Okay. Also da war sie scheinbar nicht benebelt, sondern also hat völlig normal gesprochen. Bei welchem Anruf? Es war die zweite oder dritte SMS. Ich weiß jetzt den Standort nicht, das war wieder von einem Gewerbegebiet in Paderborn. Moment. Wir reden, soweit ich weiß, nur von einer SMS, nämlich in der Nacht, wo sie verschwunden ist, wo sie geschrieben hat, sie kommt später nach Hause. Nein, das ging und alle anderen waren doch Anrufe am nächsten Tag und übernächsten Tag und so weiter. Nein, es wechselten sich Anrufe mit SMS ab. Also ich glaube, die ersten zwei Male hat sie an den Mitbewohner eine SMS geschrieben. Also Kontaktaufnahme erfolgte ausschließlich an den Mitbewohner. Sie hat nie die Schwester, den Bruder oder die Mutter angerufen. Immer nur SMS an ihren Mitbewohner und Anrufe an den Mitbewohner. Und ich glaube, das war die zweite oder die dritte SMS an den Mitbewohner. Da hat sie geschrieben, ich komme bald nach Hause. Mhm. Du bist Mama und Papa oder so. Da gibt es tatsächlich auch so Protokolle, also die kann man im Internet nachlesen, wann sie von wo und wie, also und in welcher Form Kontakt aufgenommen hat. Und also sie, ich glaube, das war die zweite oder die dritte SMS. Da schrieb sie nochmals an ihren Mitbewohner, ich komme bald nach Hause. Und dann, weil da ja die Verbindung zum Sendemast war, hat die Telekom, das war so eine automatische Infofunktion, das sie installiert hatte auf ihrem Handy, hat der Bruder die Nachricht erhalten, dass sie gerade erreichbar ist, dass das Handy gerade wieder eingeschaltet ist. Mm-hmm. Ja. Dann hat er sofort reagiert und sie angerufen. Und dann ging da ein Anruf ein, weil sie das Handy eingeschaltet hatte und die Nachricht an ihren Mitbewohner. Ja, ja. Unter Zwang wahrscheinlich. Ne? Mhm. Und dann, das ist ja das Bemerkenswerte, ist sie rangegangen und er hat sie überhaupt nicht zu Wort kommen lassen, hat gesagt, so jetzt, Frauke, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß, egal was ist, ja, ob du was ausgefressen hast oder sonst was, jetzt ist vorbei, was glaubst du, was du den Eltern antust, komm sofort nach Hause. Und dann hat sie gesagt, hat beschwichtigt und er hatte das Gefühl, dass er sie jetzt davon überzeugt hat, dass sie nach Hause kommt. Sie hat dann gesagt, sie kommt nach Hause, sie kommt heute Abend und nicht zu spät. Das sagte sie immer wieder, ich komme auch nicht zu spät. Ja, das ist ganz komisch, nicht zu spät. Mhm. Und da klang sie völlig wach, völlig normal. Ja, und es gibt auch, was ich einen sehr guten Beitrag auf YouTube finde, gibt es von einem Kriminalbuchautor eine ganz gute Analyse dessen, was so vorgefallen ist, auf ganz sachlicher Ebene. Und ja, also ich finde die Analyse total gut. Das heißt B&L weiß nicht mehr, wie das hieß. Das müsste ich jetzt mal suchen. Frauke. Und der vermutet, dass der Täter nicht mit der Frauke jeden Tag oder jeden Abend da aus der Peripherie
reingefahren ist. B plus L Investigations heißt das, der Kanal. Und zwar die Entführung und der Mord an Frau Gelitz. Da gibt es auch mehrere Kapitel. Und also das fand ich sehr gelungen. Ja. Und also er vermutet, dass der Täter tatsächlich entweder im Schichtbetrieb oder im Spätdienst gearbeitet hat. Und er bereitet es auch so logisch auf. Er schaut sich dann an welchen Tag welche Spiele gespielt wurden und um wie viel Uhr dann die Anrufe eingegangen sind. Also es ist zu vermuten, dass er sich vielleicht auch öffentlich irgendwo getroffen hat, zum Public Viewing mit Bekannten, weil die Anrufe auffallend dann immer stattgefunden haben, wenn unwichtige Spiele stattgefunden haben oder nach wichtigen Spielen, dann halt, wenn die Spiele zu Ende waren. Ja. Und er sagt, also der Täter ist doch eher mit der Frauke aus der Stadt, aus Paderborn rausgefahren, abends zu diesem Versteck, als dass er extra mit ihr von außerhalb nach Paderborn gefahren wäre. Das finde ich auch ziemlich logisch. Ja. 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 Dann gab es auch einen Hinweis, ja, genau, sie hat ja immer wieder so betont, ich bin in Paderborn, auch diese Wiederholungen. Entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche hier. Jetzt bestätigt das Mandy auch nochmal. Laut Wikipedia gab es eine SMS, danach nur Anrufe. So habe ich das auch laut Podcast in Erinnerung, ja, dass es wirklich nur eine SMS gab, nämlich an dem Abend oder in der Nacht, wo sie nicht nach Hause kam. Und alles andere die nächsten 5 Tage waren nur Anrufe. Eine SMS von dem Telefonanbieter, dass das Handy jetzt wieder erreichbar ist, das ist wieder die eine Sache. Aber wirklich Texte mit SMS gab es nur eine. Dann entweder irre ich mich, aber ich bin mir ziemlich sicher gehört zu haben, dass der Frank, ihr Bruder, darauf reagiert hatte. Ja, weil von und dem... Für ihn klang sie total normal. Ja, lass mich mal kurz ausreden. Er hatte versucht, wenn du jetzt versuchst, dir ein Handy zu erreichen, das jetzt nicht erreichbar ist, ja, dann wird gesagt, das Handy ist nicht erreichbar, der Teilnehmer ist nicht erreichbar. So. Sie werden aber informiert, sobald der Teilnehmer wieder erreichbar ist. Dann bekommst du automatisch nach Stunden, sobald das Handy wieder eingeschaltet wird, eine SMS von dem Telefonanbieter, dass das Handy jetzt wieder erreichbar ist. Und daraufhin hat der Bruder ja nochmal oder der Chris nochmal angerufen. Ja, und dann ist sie auch wahrhaftig ans Telefon gegangen. Nein, das war nicht der Chris. Ja, das oder war ihr Bruder. Ja, ihr Bruder. Ich bin mir ziemlich, also das ist schon wichtig. Moment. Ja, wir reden aber davon, dass es wirklich nur eine Text-SMS gab. Und das war in der Nacht des Verschwindens, also ne, aus Nieheim. Dass sie später kommt. Nein, also da habe ich andere Informationen, weil das wäre ja völlig widersprüchlich, wenn der Chris sagt, ja, sie klang da völlig benebelt wieder und kurze Zeit darauf. 2 Minuten, 3 Minuten später ruft ihr Bruder an und sagt, sie klang völlig normal und klar. Also wie gesagt, ich habe den Podcast jetzt ja auch gehört und da war wirklich nur von reinen Anrufen also die nächsten ja Tage. Dann mal googeln, und zwar Frauke Protokoll, Gesprächsprotokoll. So, hier schreibt nächste Nummer 2 der SMS, Freitag, 23. Juni, 23:04 Uhr, von Frauke an Chris aus Hunzeller Paderborn, Gewerbegebiet Dören. Inhalt, ich komme heute zurück nach Hause, bin in Paderborn. Okay, dann gab es vielleicht nur 2 der SMS. Okay. Am 21.06. und am 23.06.
2 SMS insgesamt. Was sage ich doch? Am zweiten Tag hat sie noch mal eine SMS geschrieben und dann hat der Bruder angerufen und gesagt, sie klang völlig klar und wach. Ja, ja, okay. Okay. Und deswegen meine ich, dass das medikamentös verabreicht worden ist, weil so kann man einen Menschen aus- und anknipsen. Okay, ja? Gertrud schreibt jetzt also auch noch mal 2 SMS, nämlich am 20.06., also an dem Abend oder in der Nacht, wo sie nicht nach Hause kam, da hat sie ja geschrieben, sie kommt später nach Hause. Und am 23.06. nochmal. Okay. Und an einem Tag hat sie sich gar nicht gemeldet. Ja, okay. Da blieb der Anruf aus und da war auch ein relativ wichtiges Spiel aus Sicht der deutschen Mannschaft. Ja, ja, genau. Und insgesamt gab es aber 5 Anrufe, ne? Ich habe es jetzt nicht gezählt. Ich hätte gemeint, es wären noch mehr SMS gewesen, aber ja, also sie hat sich ja fast jeden Abend gemeldet, ja. Bis auf einen Abend. Genau. Und einmal, also wenn, und einmal nachmittags dafür, ne? Wenn die Kontaktaufnahme nach 7 Tagen abgebrochen war, ja. müssten es eigentlich 4 Anrufe und 2 SMS gewesen sein. Okay. Also 6-mal, weil an einem Abend hat sie sich gar nicht gemeldet. Okay. Und wenn sie das so unterstreicht, du weißt doch, dass ich nicht wegen eines Typen einfach so wegbleibe. Du kennst mich doch. Würde ich mal vermuten, dass der oder die Täter zumindest mal vom Erzählen nach dem Chris bekannt sein sollten. Mhm. Und ich würde es nicht ausschließen, dass das aus dem beruflichen Umfeld. Ich habe mir schon überlegt, was weiß ich, vielleicht Medizinfachangestellte, irgendjemand aus dem Medizinfach, ja, der vielleicht auch Zugang zu Sedierungsmitteln hat. Ja, aber warum? Mit welchem Hintergrund? Gott, da gibt es so viele Fälle, wo sowas auch schon mal passiert ist. Da gab es doch diesen Schau mal. Wenn du jetzt sagst, aus dem Bekanntenkreis, aber wer aus dem Bekanntenkreis wusste denn, dass sie zu dem Abend in diesem Irish Pub ist und um 11 Uhr diesen Irish Pub verlässt? Also erstens mal war das ja nicht das erste Mal, dass sie sich dort in diesem Pub aufgehalten hat zum Public Viewing. Das war ja schon Abende zuvor oder Tage zuvor, dass sie sich da mit allen Leuten, mit allen möglichen Leuten aus ihrer Ausbildung, das waren ja nicht nur ihre Freundin und Kollegin, mit der sie da an dem Abend war, sondern auch aus dieser Pflegeschule waren ja noch viele andere mit dabei. Und sowas spricht sich rum. Also ich meine, hallo, wir sind heute Abend dort, kommst du auch? Komm halt dazu. Es muss ja nicht unbedingt jemand sein, mit dem sich die Frauke explizit persönlich verabredet hätte. Ja? Vielleicht kannte man sich irgendwie vom Sehen, also aus dem Praktikum, aus dem Krankenhaus, aus irgendwo. Ja. Ja, auszuschließen ist es nicht, ne? Aber wie gesagt, ich muss mir den Podcast noch mal erstmal bis zum Ende anhören und ich muss noch 2 oder 3 Mal hören, dass ich da Dinge mehr zusammenfügen kann im Kopf. Ich habe jetzt erst zugeschaltet, ich weiß ja nicht, was alles besprochen wurde. Also ich meine halt nur, ich glaube, derjenige, der Täter ist oder war, der hatte Zugang zu Medikamenten, es waren keine Drogen. Es waren keine K.O.-Tropfen. Also ich meine, dass man wirklich, dass jemanden wirklich schnell
kurzfristig sedieren kann und der dann, was hätte dann auch der Täter davon, wenn sie immer zu schliefe? Ja? Ja. Man möchte sie ja quasi an- und ausschalten. Und das geht natürlich recht schnell mit Sedierungsmittel, beispielsweise Propofol oder anderen. Ja. Ja. Das kann man wirklich gut dosieren und timen. Und, ja. Okay. Gut. Und dann machen wir jetzt mal langsam Schluss, würde ich sagen. Mhm. Danke, vielen Dank für deinen Anruf, für deinen Beitrag und gerne demnächst mal wieder, ja? Ja, gerne. Danke nochmals. Schönen Abend dir und allen auch. Zuhörern auch eine gute Nacht. Tschüss. Tschüss, mach's gut. So. Ich gucke jetzt mal, ob hier eine E-Mail angekommen ist nochmal. Leider nein. Warum auch immer. Die letzte E-Mail, die ich hier habe, stammt von 21.43 Uhr, aber jetzt nicht von einem Zuschauer. Ich mach nochmal auf. Auf Aktualisieren. Leider ist hier nichts eingegangen. Nee. Tut mir leid. Sonst hätte ich die logischerweise gern hier vorgelesen. So. Ja, ich kann auch nochmal auf RTL Plus diese Doku allen empfehlen. Es ist immer leichter, wenn man sich in dem Fall nochmal ein bisschen reinarbeitet, wobei ich noch mittendrin bin. Und ich bin jetzt bei Folge 10 und ich muss ehrlich sagen, es ist sehr schwierig, da reinzukommen, trotzdem der Podcast natürlich sehr, sehr interessant ist, sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Es ist aber auch nicht immer einfach, die Konzentration hochzuhalten. Ich lasse es immer meist so nebenbei laufen, denn wenn ich mich jetzt hinsetze und nur den Podcast zuhöre, dann passiert es mir mit öfters, wenn ich mir dann bequem mache, dass ich dann auch mal die Augen zufallen lasse und dann muss ich wieder am nächsten Tag oder danach wieder die Folge neu hören. So ist es mir ja mehrmals gegangen, deswegen bin ich auch erst bei Folge 10. 13 Folgen hat der Podcast, kann ich wie gesagt jedem nur empfehlen, auf RTL Plus. Und wenn ich den bis zum Ende gehört habe, muss ich noch mal mindestens ab der dritten, vierten Folge anfangen, nochmals wiederholt zu hören, um jetzt noch mal alles noch mal in Erinnerung zu rufen, noch mal im Kopf ein bisschen damit das alles zu verarbeiten. Das ist alles nicht so einfach. Und ich glaube, wenn man aber dann dreimal den Podcast gehört hat, dann ist man ganz gut in dem Fall drin. Deswegen wird das Thema natürlich hiermit nicht beendet sein, sondern am Donnerstag, kann ich jetzt schon sagen, geht es hier weiter, diesen Donnerstag, auch wieder mit dem Thema Frauke Liebs. Dann werden wir an dem darauffolgenden Sonntag, nämlich heute in einer Woche, wahrscheinlich nochmal Frauke Liebs behandeln. Zwischendurch werde ich mal, wie es die Zeit zulässt, einfach nochmal ein schnelles Live machen mit dem Thema Chris Watts. Ich hatte ja Patrick Insolito
den Kanal in Solito angeschrieben, dem er dann auch die Genehmigung gegeben hat, von seinem Kanal da Material zu verwenden. Vielen Dank hier nochmal an Patrick, sollte er das mal hier sehen. Deswegen Chris Watts auch nochmal zwischendurch behandelt in einem Live. Werde ich früh genug ankündigen. Aber wie gesagt, Donnerstag, nächsten Donnerstag Frau Geliebs, nächsten Sonntag Frau Geliebs, darauf den folgenden Mittwoch Rebecca Reusch wegen ihrem Geburtstag. Die wäre jetzt 20 Jahre alt geworden am 21. Und deswegen möchte ich ihr da nochmal auf jeden Fall eine Sondersendung widmen. Ja, das ist der Fahrplan. Donnerstag Frau Geliebs, Sonderfrau Geliebs, Mittwoch, also danach den Mittwoch, dann Rebecca Reusch. Danke fürs Zuschauen und ja, dann würde ich sagen, bis Donnerstag und guten Start in die Woche. Nochmals danke fürs Zuschauen, nochmals danke für die Spenden. Übrigens kann ich jetzt sagen, Schweizer 10 Schweizer Franken sind 10,48 Euro in Euro. Das sehe ich nämlich hier beim Chatumsatz bei YouTube. Nochmals danke fürs Zuschauen, gute Nacht und bis Donnerstag, 21 Uhr. Tschüss, macht's gut.